Spirituoso Barock ist ein kompakter Meisterkurs, den wir an der Hochschule für Musik in Mainz zusätzlich zum normalen Barock-Coaching in den laufenden Semestern einmal im Jahr anbieten. Es ist ein Meisterkurs mit einem speziellen Team-Teaching-Konzept mit mehreren Dozentinnen und Dozenten. Der Kurs richtet sich an Musikstudierende sowie Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert, die sich intensiver mit historischer Aufführungspraxis und historischem Instrumentarium beschäftigen wollen. Wir sehen uns jetzt also 4 Tage am Stück, jeden Tag einige Stunden lang, beschäftigen uns alle zusammen mit der gleichen Musik. Man taucht viel tiefer ein. Es ist, als würde man irgendwie ja gar nicht mehr rausgehen aus der ganzen Musik. Und das macht einfach total viel Spaß und man kommt auch viel weiter. Zum einen gefällt mir die Erfahrung mit anderen Menschen, einer größeren Formation zu spielen. Insbesondere auch die Offenheit, die herrscht, die offene Atmosphäre zwischen allen Leuten und zwischen Dozenten und Studierenden gleichermaßen. Dadurch, dass wir uns als Dozententeam schon so lange kennen und so viel gemeinsame musikalische Erfahrung im Neumeyer-Konsort gesammelt haben, fällt es uns natürlich auch sehr leicht, gemeinsam zu unterrichten. Und es ist uns wichtig, dass wir dieselben musikalischen Ideen teilen, dieselbe Klangvorstellung haben und das auch an die Studierenden vermitteln können. Und dabei hilft es natürlich, dass immer mindestens einer von uns Lehrenden im Ensemble gemeinsam mit den Studierenden musiziert. Mir hat besonders gut die Musik an sich gefallen, die wir hier machen dürfen und dass wir so super viel Unterricht bekommen, also jeden Tag, dass es ganz viel Kammermusik gibt. Ich mag die Kammermusikformation, die wir hier machen, richtig gerne. Ja, wir hatten gestern eine total coole Situation. Da hatten wir als Kammermusikduo Unterricht und hatten 2 Dozenten dabei und hatten einfach die Situation, dass wir beide gleichzeitig jeweils Input bekommen haben von dem passenden Dozent. Das ist einfach eine total tolle Betreuung. Und wir haben so unsere Coaching-Zone auch sozusagen, also zum Beispiel jetzt wir als Tasteninstrumente im Ensemble, im größeren Ensemble haben wir unseren Dozenten direkt zwischen uns sitzen, der kann in Echtzeit reagieren, uns Dinge eintragen schon in die Noten und was ins Ohr flüstern, während es aber auf der anderen Seite des Spielfelds sozusagen normal weitergeht. Und ebenso haben die Streicher, ihre jeweils Dozenten, und dadurch hat man einfach eine viel dichtere und bessere Feedback-Situation. Wir haben innerhalb von jetzt nur wenigen Tagen das ganze Programm konzertreif zusammengesetzt und dann schon in einem Werkstattkonzert quasi ausprobiert vor ein bisschen Publikum. Was ich sehr hilfreich fand, war, dass wir dann das Werkstattkonzert auch aufgenommen haben. Wir haben uns dann die Aufnahme angehört und gemeinsam besprochen, was wir beibehalten möchten, was wir noch ein bisschen ändern möchten, also so ein bisschen Feinschliffarbeit.